So! Kann man die Steuerung umstellen? Nein, kann man nicht. Voll der Fail so. Alles klar, wir waren gerade auf dem Weg ins. Da liegt eine brennende Tower, Leiche. Ne? Nee, das ist Blutbene. Ja, in den Tower, wo wir auch nicht waren. Genau. Bene hatte ja das letzte Mal total versagt. Hallo! Ja, wie der Vater so oder so. Ja, also diesmal spiele ich hier genau, und. College. Und es geht weiter. Ach, er erstmal den Fetten befreien oder was? Das haben wir ja schon gemacht. Scheiße, wo waren wir? Hatten gestern angefangen jetzt. Was? Ja, das hatten wir schon, müssen wir ja nicht mehr lesen. Müssen wir vielleicht. Nee, das ist nur Fenster hatten wir bisher nur. Ja, wir müssen jetzt in den Radio schauen. Wir haben, glaube ich, abgespeichert und jetzt müssen wir nochmal alles in den Radio schauen. Bene, du Genie, ins Radio schauen. In den Radio schauen komme ich gerade. Aber da können wir rein. Das heißt, da waren, da wir, waren schon. Wir schon. Da muss ich einfach nur mit denen quatschen. Ja. Was, vielleicht wird mit dem Fenster den gelabert. Das kann ich. Ich hasse die Steuerung. Ja? Ich will links die Pfeiltasten haben. Kauf dir eine bessere Tastatur. Wieso? Er braucht eine Ausrede, dass er bei so einem einfachen Spiel eine bessere Steuerung braucht. Achso. Ja. Ja, was genau. Ja und fertig. Und weiterspielen. So. Gibst du gleich einen Keks? Erstmal Schwester Joy. Ja, sie ist doch Enter, du hast mich verarscht. Wieso Schwester? Ja, kannst du auch eine Leertaste machen. Ja, los. Irgendwer? Nicht heilen, oder? Ja, Bene, du bist das, ne? Schluck erstmal runter. Du Bastard. Ich habe noch genug von meiner um deine Gnade vielmehr zu heilen. Upsi, Upsi, möchtest du, dass sie deine Gnade heilen lassen? Nein, okay, kein Problem. Oh, okay, so. Haben wir sie schon? Ja, sie hatten wir schon. Okay, Connets Schuld, das ist jetzt. Ja. Bene, dein Einsatz. Bene, du verkekst es voll. Ja, nicht mal, ess nicht so viele Kekse, ich nehme dir die jetzt weg. Nein, ich bin traurig, wenn du Fenster von uns gegangen bist. Ja, du hast mit Keksen gespuckt. Kekse! Hey, mein Freund, leider gibt es noch einiges zu tun. Aber es gibt eventuell Hoffnung auf Rettung. Ist das nicht geil, wenn du den Text noch mal zu Ende lesen kannst und Bene den nicht einfach so... Ja, das ist unglaublich. Los, Bene. Hat er schon. Alles gesagt. Wie du sicher schon bemerkt hast, ist es Punkt. Hatten wir das, den hatten wir schon vorgelesen, können wir alles überspringen. Ja. Aber echt mal, Colin, warum überspringst du das nicht? Ja, scheiße. Du kannst er nicht bedienen. Er ist beschwert, das ist so. Oh mein Gott, es geht schon wieder los, ihr habt alle recht so. Fertig. Ja, Ethan. Ja, was ist? Mama, eine Freundin. Nein, das ist, das mit ihr genau, aber das ist ein Missverständnis. Ja, bei uns geht's heute ganz schön ab. Brando! Alter, das kann man auch missverstehen. Komm, es geht nicht so ab. Halt die Knappe, löschen! Bene, gib doch einfach deine geheimen Gefühle zu. Wie, zu dir darfst du auch das froh, da freut sie sich dann immer noch. Ich meinte eigentlich zu. Egal. Alter, die Fresse alle beide. Und den Kamelen? Genau, okay, die Kamele. Die Kamele sind echt verlockt, ne? Kann ich ja nicht widerstehen, du. Jetzt sind wir wieder da angelangt, super. Ja. So, okay, jetzt. Mal schauen. Hier ist bestimmt niemand drin, oder? Erstmal zum wieder PC. Sein Diener. Der PC ist aus. Der Notstrom berücksichtigt nur das Nötigste. Ein PC ist nicht notwendig. Hast du gehört, Steffen macht deinen Rechner auf. Jetzt kann ich kein Musikvideos mehr schauen. Aber den hatten wir ja auch schon. Ja, wir hatten den Turm ja komplett fertig. Mhm. Aber dann ist ja der da unten hochgekommen. Ehrlich, beim allerletzten, ey. Das ist echt scheiße. Oh. Ganz ruhig. Wow. Ja, das hatten wir ja alles schon einmal, aber irgendwie ist da Bene hops gegangen. Von dem Rüpel wurde ich doch zusammengehauen, ne? Genau, ja. Also dem von dem Rüpel-Zombie. Du musst gleich Leertaste spammen. Du hast voll gespoilert, aber das wusste ich schon. Ich weiß. Wichser. Umbringen. Voll brutal, das Vertickt Spiel. Vertickt es. Ah. Das meinen. Halt. Die rote Schmerzenruhe. Gewarnt. Sterben! Brrr! Brrr? Steht da. Imitiert er gerade ein Pferd oder was? Hier die Leertaste. Witzig. Sehr schön. Grag! Nein, egal. Ja, ja. Brando. Brando! So. Ah, Knopf drücken. Ja. Arattacke? Nee, Attacke. Hinter dem A war noch irgendwas. Hä? Nee. Doch. T. Nein. Bindestrich. Achso. Auf dem Bild guckt er da so, als wäre das so, huch, er hätte mich fast umgebracht. Ja. Naja, können ja nicht. Fertig zu sein. Er hätte mich fast umgebracht. Ey. Vom Bild her. Vom Bild her. Vom Bild her. Ganz klar. Ja. Hier. Vor das Gesicht zerkratzt.
Ich glaube, du musst immer. Man, guck mal, wie der Junge den, sein Pokémon zum Töten missbraucht. Das ist gut. Pokémon muss genau so sein. Ja. Colin, wenn wir beide die braune Edition programmieren, dann müssen wir das aber auch so einrichten. Ganz ruhig, Mann, halt's Maul. Ich war gerade auf Sendung. Dann müssen wir das aber auch so einrichten, dass man Team Rocket beitreten kann. Ja. Nach der Nuggetbrücke. Das wäre echt gut. Nee, nach der braunen Brücke. Alter, hat er gerade Ballett gemacht? Der hat sich gerade voll im Kreis gedreht, der Typ. Ja, er hat Ballett gemacht. Oh, geil. Ich hab jetzt mal auf der braunen Brücke dann Bidoof geschenkt. Ja, was sonst? Nugget, Bidoof und noch ein Bidoof. Kann sich Bidoof in der Edition noch entwickeln? Ja, ein Bidoof. Und wenn es sich zu Bidoof entwickelt, sieht gerade ziemlich schlecht aus. Dann ist es dein Vater, ja? Und das Legendäre ist dann die Entwicklung von Bidoof, ne? Ich kann ja, Bidoof, genau. Korrekt. Yeah. Und du trägst immer ein Bidoof gut. Steffen, das Spiel wird mit Sicherheit ein Riesenerfolg werden. Ich weiß, es ist ja auch von mir. Er ist ja auch braun. Das kann man jetzt auch missverstehen. Meinst du wegen Scheiße oder wegen den Nazis? Die sind böse. Und Scheiße auch. Ja, genau. Wir haben heute einen schwarzen Weihnachtsmann gesehen. Ja, ja, verdammt. Maximal pigmentierten, ja, das ist politisch korrekt. Ach so, ich meine, irgendwie finde ich das noch eine große Frage. Ey, der Weihnachtsmann ist gar nicht so politisch. Ja, und die waren auch noch so frech und wollten seinen Bart klauen, ja? Das fand ich voll dreist von denen. Ja, ich wollte nur austesten, ob das... Wer von uns wollte wem den Bart klauen? Ja, ich wollte deinen nicht klauen, du aber sein. Na? Du wolltest den Bart pigmentieren. Pierre ist verwirrt. Aber total. Wenn dir einer verwirrt ist, dann bist du das. Guck mal hier, blaue Haut, orange Haare, das sind die von hier, Aradel, diese Vampire. Bestimmt. Das kann gut sein. No, wir haben keine Tränke mehr, wir haben gar nichts mehr. Ja, wer das alles so verkackt? Hast du mich die Vampire aus Aradel auch erinnert hat? Weißt du auch den einen Dragon Ball Z-Film, wo dieser Motor kommt? Der blaue, der hat auch diese Haare, ne? Ja, und vor allem und die Tuse, da hat auch diese blaue Haut. Ein Rampfratz. Ja, da waren sie auch wieder, ey. Daran merkt man, dass das alles von Akira Toriyama ist. Ja, total. Naja, es hat ziemlich ähnlich gehalten, also vom hat ja die Figur noch nicht so. Blau. Ja, auf jeden Fall blau. Flatsch. Voll zerstückelt, ey. Ja, so würde sich auch mit Radfratz auf jeden Fall hinkommen, ganz klar. Ja, Farbschema und Zeug. So, wenn wir da jetzt nochmal verkacken, dann weiß ich nicht, eventuell sogar, dass wir den Rest rausschneiden und das einfach machen. Was? Weil ansonsten kann es natürlich ein bisschen öde werden, ne? Du glaubst ernsthaft, ich würde das verkacken? Ja. Colin, du verkackst es. Ich meine, das sieht genauso aus wie beim letzten Mal. Ja, ich kann gar nicht zurückstoßen, oder was? Doch, kannst du, aber du hast immer zu spät gedrückt. Nein, hab ich nicht. Dein Computer ist zu langsam. Alles klar, dann mache ich hier mal Aufnahmestopp kurz und dann sehen wir uns wieder, wenn wir wieder da sind.